Willkommen zu einem weiteren Revierkampf, Freunde. Wir sind im Korallenviertel. Ja. Wie ihr seht, ich habe ein neues Kopfteil. Kann ich so ein bisschen zeigen. Hier, da sieht man das so schön auch. Wenn ihr das auch haben wollt, müsst ihr Salmon Run spielen. Und es ja, dauert auch nicht lange eigentlich, wenn man Salmon Run spielt. 4 oder 5 Runden oder so. Und dann habt ihr auch diesen wunderbaren Kopfschmuck. Octotech, wie sie heißt das. Wenn ich das richtig übersetzt habe. Ich finde das schon echt schnieke. Was das eigentlich, was mir nur daran fehlt, ist halt noch, das, wie es im Singleplayer-Modus eigentlich hätte haben können, dieses rote Laserauge oder in dem Fall pinke Laserauge. Das hätte ich noch cool gefunden, aber naja, man kann nicht alles haben. Mal sehen, wer alles so dabei ist. Gegnerischen Team. Ja, diese neue Waffe. Alle spielen sie gerade wie bekloppt damit, mit dieser Badewanne. Dabei finde ich die gar nicht mal so dolle. Ja, man kann ein paar Mini-Seifenblasen verschieben, die dann einfach an den Wänden abprallen. Hurra. Aber das ist doch nicht so das. Ich weiß nicht, das macht doch keinen Spielspaß, oder? Man ist quasi jedem Schnellfeuer-Ding ausgeliefert. Man kann die Kugeln auch nicht so richtig steuern, wo sie jetzt als nächstes hinprallen. Finde ich jetzt persönlich. Und was baller ich mir hier auch gerade zurecht? Das ist ja auch echt unnormal. Mal wieder ein bisschen einspielen. Ja. Wir haben auch ein neues Splatfest-Thema. Es ist wieder Splatfest-Zeit. Für August? Ja, für August. Und zwar geht es um Urlaub. Urlaub ist immer ein schönes Thema, aber dieses Mal frage ich mich wirklich, also ruhiger Urlaub, stressiger Urlaub. Was will ich denn uns damit sagen? Es gibt ja Leute, die bevorzugen ja beides. Also die wollen Action haben, weil das für die Entspannung ist. Welches Team wählen die denn? Vor allem, ich selber weiß auch noch nicht mal, welches Team ich wählen soll. Ob ich jetzt das orangene Team oder das grüne Team wähle, ist beides irgendwie so ein bisschen ja, nicht so das Schöne. Also von der Farbgebung mal wieder. Oh, Jüngchen. Das war jetzt nicht sein Ernst, oder? Das war doch nicht sein Ernst. Und das ist auch nicht das Ernst von meinem Team, oder? Meine Güte. Gut, schreibt mal in die Kommentare, welches Team ihr wählt. Und das Team, was am meisten Stimmen hat, dem werde ich mich auch wieder anschließen. Und hoffen wir mal, dass dieses Splatfest dann mal etwas glorreicher wird als die letzten drei. Och komm, vielleicht mit 2 Leuten auf einen. Was ist denn da falsch? Okay, ich glaube, so schnell spawne ich nicht mehr zurück, dass ich da noch was ausrichten könnte jetzt. Mega die Niederlage. Okay, es war auch mega schlecht von meinen Leuten. Aber da sieht man nochmal wunderbar dieses Visier. Herrlich. Gut, wenn ihr euch hier rechts wiedererkennen solltet oder euch diese Runde gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Willkommen zu einer weiteren Revierkampfrunde. Wir sind immer noch im Korallenviertel. Diesmal aber in einer besseren Farbe. Ich wollte sagen, warum hatte ich ein blaues T-Shirt an, aber das war ich ja gar nicht. Herrlich. Da konntet ihr eben nochmal ein kleines Blick auf diese Splatshirts werfen für das Splatfest Action gegen Chillen. Also es geht um Urlaub. Und ich frage mich, warum Nintendo das jetzt erst rausbringt. Das hätten sie doch das vom letzten Mal nehmen können und einfach nur tauschen können. Ja, aber hey... Da war doch Geburtstag von Splatoon. Ja, ich weiß. Aber das Thema hätten sie auch sich schenken lassen. Ganz ehrlich, hätten sie sich auch schenken können. War zwar cool für die Leute, die den Octo Expansion nicht haben. Oder so einen richtig Nutzen oder sowas hat es da, glaube ich, auch nicht gebracht, dass die Leute jetzt auf einmal sagen, ja, ich muss jetzt unbedingt Octoling spielen, weil war ja so cool, als Octoling zu spielen. Sagt der als selber Octoling spielt, ne? Aber trotzdem, also... Ich glaube, das
sollte eigentlich nur nochmal so ein Anreizer sein, weil sich das Octo Expansion nicht so sehr verkauft hat, wie sie es sich erhofft haben. Was natürlich schade ist, weil die Rätsel sind eigentlich echt cool gemacht. Zum Teil auch echt anspruchsvoll gehalten. Also, ich hätte es Nintendo mehr gegönnt. Weil die da mal wirklich mal ein bisschen kreativer waren, als in dem normalen Singleplayer-Modus. Die haben da sehr viel Neues gebracht. Also die haben auch mal die einzelnen Modis quasi mal gezeigt, die es auch so im Multiplayer gibt. Finde ich schon ganz cool. So, jetzt komme ich hier noch ein bisschen auf. Aufräumen. So, erstmal hier. Sauber. Diese Farbe muss weg. Weich. Ach, dieses herrliche Magenta. Großflächig den Gegner zurückdrängen. Kennt man ja nicht anders, ne? Mist. Glückstreffer. Komm. Nein, seid ihr gegönnt, Galaxy Nick. Da konnten wir doch schon ordentlich bis in die Gegner zurückdrücken. Hat das auch ein bisschen was gebracht, was wir hier getan haben. Schade. Aber das sieht doch sehr vernünftig aus. Oh, nur ganz knapp. Wenn ihr euch hier rechts wieder erkennen solltet oder euch diese Runde gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Willkommen zu einer Revierkampfrunde. Wir sind immer noch im Korallenviertel. Warum sind wir jetzt blau? Warum wieder dieses eklige Blau, dieses... ja. Marineblau. Mitternachtsblau. Hier müssen wir echt mal so eine Farbtabelle zulegen. Auftanken. Die Musik, die geht aber auch gerade wieder ab. Ich finde, die ist seit es Mario Odyssey gibt, bei Splatoon 2, sehr jazzlastig geworden, die Splatoon-Musik. Als ob Nintendo schlagartig eine neue Musikrichtung entdeckt hätte. Jetzt, die überall einbauen muss. Findet ihr das nicht auch? Also, ich jedenfalls. Das klingt sogar so ein bisschen wie Mario Odyssey. Also jetzt nichts gegen Mario Odyssey. Mario Odyssey war eigentlich ein echt cooles Spiel. Ein bisschen kurz. Aber cool. Was mich nur so an diesem... ist immer noch diese Season Pass Scheiße, aber naja. Kann man nicht ändern, ne? Ich finde, Nintendo sollte mal auch nicht auf diesen Zug aufspringen, von wegen, ja, wir müssen alles mit Season Pass machen. Ich finde das ziemlich mega blöd. Also man kann ja mal Inhalte vergessen und sie nachträglich liefern durch Patche oder so, aber sich dann noch extra viel Geld aus den Taschen nehmen. Also ich muss jetzt ja nicht gerade groß die Reden schwingen, ich habe ja auch schon viele Season Pässe gekauft und alles. Mist. Ja, die Octo-Rüstung Neo, die finde ich auch eigentlich ganz cool, solange es ein weiblicher Octoling ist, der die trägt. Bei den Herren sieht das irgendwie ganz komisch aus, als ob sie
eingelaufen wäre. Geschrumpft. Ist doch nicht wahr, Mädchen. Was ist da los? Was mir aber auffällt, ist, ihr spielt verdammt wenig Octolinge. Deswegen behalte ich einfach mal den Octolinge jetzt als Hauptcharakter, habe ich mir gedacht. Weil ihm kann ja kann Inks. Ey, wie viele Raketen sind das hier wieder? Mein Gott, waren das gleich mal zwei Leute auf einmal oder was? Mal ganz ernsthaft, ne? Wie viele Schwarmraketen waren das bitte? Das ist doch nicht mehr normal. Gut, aber was ich sagen wollte ist, es spielen verdammt wenig Octolinge. Gut, wenn ihr euch hier jetzt wiedererkennen solltet oder euch diese Runde gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.